Ja, einen schönen guten Tag, grüß Gott. Grüß Gott. Herr Abgeordneter zum Europäischen Parlament, Magister Ivan Stadler, so die ganz förmliche Begrüßung und Bezeichnung. Ich darf Ewald zu dir sagen. Gerne, wir kennen uns schon sehr lange beieinander. Ja. Wir kennen uns wieder. Ja. Ewald, bevor wir einsteigen, und es geht ja um das Menschenbild, Ewald Stadler heute, meine Frage an dich, du bist verkleidet, hast du zuerst gesagt, was ist da passiert? Ja, ich habe am vergangenen Samstag, habe ich einen Sturz gehabt, also es war ein bisschen ein turbulenter Jahresbeginn heuer überhaupt, einen Sturz gehabt beim Skifahren in Lackenhof und habe mir die Bänder im Schulterbereich, im linken Schulterbereich gerissen und habe dann am Montag eine Operation im Krankenhaus in Krems gehabt, die Gott sei Dank gut verlaufen ist. Der Primarius Wiesinger hat es wirklich perfekt gemacht und habe dann am nächsten Tag schon das Krankenhaus wieder verlassen können. Aber natürlich, es dauert alles seine Zeit, bis das aushält. Aber es wird schon werden. Ja, wir drücken dir natürlich die Daumen. Alles Danke. Gute. Schön, dass du nach so kurzer Zeit, so frisch, diesen Termin zum Interview wahrnehmen konntest. Ewald, bevor es jetzt tatsächlich um den Menschen geht, nur dass unsere Zuseher das auch bewusst wahrnehmen können. Wir sitzen da auf einem Roll-up, wie es heißt in der Werbebranche, mit der Aufschrift RECOS. Eine kurze Erklärung bitte, RECOS. RECOS steht für die Reformkonservativen. Das heißt, wir wollen die konservative Weltanschauung in Österreich in einer erneuerten Form, das heißt in einer wiederhergestellten Form, daher reformkonservativ, ins politische Geschehen zurückbringen. Ich sage auch gleich dazu, dass das die letzte Chance ist für dieses Lager. Ich meine, jeder muss sich im Klaren sein, dass wenn die RECOS nicht kandidieren, ein frustrierter Schwarzer, dem die ÖVP zu links, zu liberal geworden ist, oder ein frustrierter Blauer, dem die strache FPÖ zu sozialistisch geworden ist, sich zu sehr am Wählerpotenzial des Viktor Adler-Marktes orientiert, das heißt immer proletoider wird, dass dieser Wähler keine Alternative hat. Und daher ist das ein Angebot an diese Wähler, wo man auch zeigen kann, dass das wertkonservative Lager sich mit dieser Wahl manifestieren kann und damit auch Zukunft hätte. Also das ist das Projekt, das da gewollt ist. Das bedeutet, Ewald Stadler steht nach wie vor, muss man fast sagen, selbstverständlich zu den wesentlichen und wichtigen Werten des Menschen. Ich habe meine Gesinnung auch nicht geändert. Ich meine, all diejenigen, die sagen, er hat schon wieder eine andere Partei oder jetzt hat er seine eigene Partei, denn da möchte ich mal sagen, Parteien sind nicht so wichtig, wie die Leute glauben. Ja? Parteien sind ein Vehikel, um Weltanschauung ins politische Geschehen zu transportieren, aber nicht mehr. Die Leute betrachten Parteien wie Ersatzkirchen, wie Ersatzreligionen. Das ist ein schwerer Irrtum. Wer Parteien im Innenverhältnis kennt, der beginnt sie zu verachten. Das heißt, eine Partei ist ein Vehikel von verschiedenen Charakteren, zumeist auch Leuten, die eine Karriere machen wollen, dieses Vehikel dient dazu, um eine Weltanschauung zu transportieren. Deswegen werden auch all jene Parteien, die keine Weltanschauung haben, und zu denen gehört übrigens auch das PZÖ, die daran gescheitert sind, dass sie versucht haben, keine Weltanschauung zu haben, aber auch die Stronach-Partei und all diese ganzen Gruppierungen, auch NEOS wird wahrscheinlich so enden, die werden aufgrund der fehlenden Weltanschauung werden sie wieder verschwinden. Das heißt, das Vehikel Partei hat nur dann einen Sinn, wenn dahinter eine Weltanschauung steht. Und unsere Weltanschauung ist das christlich-konservative Wertbild, dem ich immer treu geblieben bin. Ich habe meine Gesinnung nicht geändert, Partei hin oder her. Und dieses christlich-konservative Weltbild soll über die Partei RECOS transportiert werden im Wahlkampf. Schön zu wissen, dass es den Ewald Stadler nach wie vor gibt und diese Werte. Ewald, du hast schon angesprochen, eben den Bereich Werte, du hast angesprochen den Menschen ganz bewusst. Das ist es ja auch, warum wir hier zusammensitzen. Und ich möchte ein bisschen hinterfragen und versuchen, den Menschen Ewald Stadler auch mal bekannt zu machen. Wenige kennen dich ja natürlich schon als Menschen, aber nicht so genau, was die Geschichte anbelangt. Ewald, von wo kommst du? Wie bist du aufgewachsen? Also zunächst habe ich immer versucht, meinen ganzen privaten Sektor aus dem politischen Geschehen herauszuhalten. Das ist auch zum Teil eine Schutzmaßnahme, um einfach die Familie vor der Einbeziehung ins politische Geschehen und vor allem den politischen Kampf fernzuhalten. Das ist mir bisher auch durchaus gelungen.
Ich selber stamme väterlicherseits aus einer sehr alten Tiroler Familie, mütterlicherseits aus einer sehr, sehr alten Bregenzerwälder Familie. Meine Urgroßmutter ist im Jahre 1929 mit der Familie von Tirol aus dem Tiroler Unterland nach Vorarlberg übersiedelt, hat dort einen Bauernhof gekauft. Sehr klein und bescheiden angefangen. Ursprünglich hat sie sich überlegt, ob sie nicht bei der Tiroler Auswanderung nach 13 Linden nach Brasilien mitmachen soll. Was aber dann Gott sei Dank gescheitert ist. Sie hat sich dann für Vorarlberg entschieden, was deutlich gescheiter war. Und dort ist mein Vater, der damals nicht einmal ein Jahr alt war, ist damals so nach Vorarlberg gekommen, ist also praktisch in Mäder in Vorarlberg im mittleren Rheintal aufgewachsen. Und dort ist die Familie seither ansässig. Und die Mutter, die stammt, wie gesagt, aus dem Bregenzerwald, eine sehr, sehr alte Bregenzerwälder Familie, die auch schon politische Persönlichkeit hervorgebracht hat, bis hin zu einem Widerstandskämpfer. Also da ist auch sehr, sehr viel politisches Denken dahinter, aber immer auf einem klaren katholischen Fundament fußend. Das bedeutet jetzt, wir haben schon viele Stunden miteinander gesprochen, aber so gut kenne ich dich natürlich auch noch nicht. Darum hinterfrage ich, das bedeutet, du bist da in eigentlich bäuerlichen Verhältnissen aufgewachsen? Ich stamme aus einer alten Bauernfamilie, Mutterseite wie Vatersseite. Wir hatten einen großen Bauernhof in Mäder, den jetzt mein jüngster Bruder übernommen hat, nachdem unser Vater vor wenigen Tagen verstorben ist. Also am 2. Jänner, kurz nach Neujahr, wie gesagt, ein etwas turbulentes Jahr, das er begonnen hat. Unser Vater hat dann den Hof vorher schon übergeben an meinen jüngsten Bruder, der den Hof jetzt seit dem 2. Jänner alleine bewirtschaftet. Und ich war der älteste von 6 Kindern. Wir waren 4 Buben und 2 Mädchen. Einer meiner Brüder ist vor 9 Jahren tödlich verunglückt, der hat auch 2 Söhne hinterlassen. Aber ansonsten, wie gesagt, sind die Geschwister alle noch vorhanden und am Leben. Eltern sind jetzt beide tot. Unsere Mutter ist schon vor 5 Jahren verstorben und der Vater eben, wie gesagt, im 2. Jänner. Ewald, wie meint es jetzt gar nicht negativ? Also diese Frage, die kommen wird, scheint zu einem negativen Touch zu haben. Ganz im Gegenteil, Hochachtung vor den Menschen, die aus dem bäuerlichen Bereich kommen. Wie macht man dann seinen Weg aus einer bäuerlichen Familie heraus? Du bist ja jetzt Jurist. Durch Arbeiten. Was man mir wirklich von frühester Jugend an beigebracht hat, ist Arbeiten. Und das ist auch etwas, wo selbst, das kann jeder nachprüfen, wo selbst meine ärgsten politischen Gegner haben mir noch nie Faulheit unterstellt. Ja, warum? Weil ich das von frühester Kindheit an, nicht Jugend an, von Kindheit an gelernt habe zu arbeiten. Als Ältester auf einem Bauernhof heißt Arbeit. Zumal der Hof immer größer wurde, mein Vater hat also sehr viele Grundstücke dazugekauft, war dann am Schluss, wie er es übergeben hat, praktisch der größte private Grundbesitzer im Ort. Und hat immer so viel, war immer sozusagen die Erweiterung des Hofes und damit des Grundbesitzes, weil er vom Lepperbauer war ihm besonders wichtig. Dafür hat er meiner Ansicht nach schon fast fanatisch gelebt. Ja. Aber es ist Arbeit. Und als Ältester hat man natürlich auch die Verantwortung für die jüngeren Geschwister, sodass also ich von frühester Jugend an einfach zum Arbeiten erzogen wurde. Zum Arbeiten aber auch an sich selber. Ich habe dann natürlich, nachdem ich die Handschule absolviert hatte, habe ich dann eine Zeit lang beim Finanzamt in Feldkirch gearbeitet, nebenbei die Hochschulreife erlangt, bin dann studieren gegangen nach Innsbruck, habe erst mit 24 angefangen zu studieren und war dann aber mit 28 schon fertig, also in einer relativ zügigen Zeit auch studiert, so zügig, dass ich mir dann schon fast ein Lustsemester gönnen wollte. Und dann habe ich in der Zwischenzeit oder daneben her auch immer noch auch gearbeitet, auch für den eigenen Unterhalt gesorgt. Und war auch politisch tätig nebenbei, sodass ich mit 28 schon in den Vorarlberger Landtag gewählt wurde. Also ich bin dann sehr, sehr früh in den Landtag gekommen und das auch aufgrund der Umstände, weil ich ja frühzeitig auch zu den Vertrauten des Jörg Haider gehört habe und nebenbei auch dafür gesorgt habe, dass also auch der Bezirk, in dem ich gewohnt habe, Bezirk Völkirch, reorganisiert wurde. Und das Gesamtbild beruflich jetzt ein bisschen abzurunden, das ist ja eigentlich fast unmöglich in der kurzen Zeit, die wir da zur Verfügung haben. Jetzt bist du in einer sehr großen, namhaften Rechtsanwaltskanzlei. Das ist ganz klein. Das ist eine kleine Landkanzlei, wo wir 2 Juristen sind und einige Mitarbeiterinnen. Aber wir teilen uns sozusagen die Aufgabengebiete auf, wir ergänzen uns ideal. Ich bin mit dem Inhaber der Kanzlei praktisch befreundet. Das ist ein sehr, sehr familiäres, gutes Verhältnis dort. Und neben meiner politischen Tätigkeit bin ich also jetzt auch in dieser Anwaltskanzlei tätig. Was mir wichtig ist,
weil ich schlicht und einfach von niemandem, und das wirklich meine ich niemandem, erpressbar sein möchte politisch. Ja? Ich möchte sagen können, mich zwingt niemand zu irgendwas. Das hat irgendwann einmal ein geistig etwas minder bemittelter FPÖ-Vorsitzender probiert. Er glaubt, da muss man seiner Pfeife tanzen, weil er glaubt, dass ich aufgrund der Tatsache, dass ich so lange keine Berufsausübung hatte, aufgrund der politischen Funktion, aber in bestimmten Funktionen Berufsverbot, dass ich da auf die Politik angewiesen wäre. Da hat er sich geschnitten gehabt. Ja? Ich bin zu arbeiten gewohnt und fange auch bei Null an, wenn es sein muss. Ja? Und das habe ich wirklich bei uns daheim in der Familie gelernt. Ich sage es noch einmal, wer arbeiten gelernt hat, der fängt immer wieder neu an. Jetzt hast du vorhin einen Begriff erwähnt oder ein Familienmitglied, das im Widerstand sogar tätig war. Ja. Man hört bei dir das positiv Streitbare heraus. Du bist ja auch als Volksanwalt bekannt gewesen immer dafür, dass du dich vehement für Recht, für Gerechtigkeit eingesetzt hast. Ich hinterfrage nur noch ganz kurz, Widerstand? Es hat auf Vatersseite eine klare Haltung gegeben gegen den Nationalsozialismus. Mhm. Wir galten damals interessanterweise als die sogenannte schwarze Brut am Ort. Ja. Ich muss aber dazu sagen, da gab es auch ein paar anständige Nazis, die gesagt haben, lass die Stasi in Ruhe, das sind anständige Leute. Das ist also der Vaterseite nicht wirklich viel passiert. Ja, das ist, sie sind zwar mehr oder weniger ausgegrenzt worden, weil sie eben nicht zum System gehört haben. Mein Vater durfte auch nicht zur HJ und hat also an keinerlei Pseudoverbänden oder irgendwelche Mitgliedschaften gehabt. Mutterseite waren wir noch viel entschlossener, auch aus tiefer katholischer Überzeugung gegen den Nationalsozialismus. Einer meiner Großonkel ist ja auch christlich-sozialer Abgeordneter gewesen, also ÖVP-Abgeordneter in Wien gewesen dann später, im Wiener Landtag. Und von der Bruder meiner Großmutter, der hat im letzten Kriegsjahr Waffen, gemeinsam mit anderen aus dem Ort, Waffen auf die Seite geschafft, um für die Zeit sozusagen des Zusammenbruchs gerüstet zu sein, um die Nazi-Führung auszuschalten. Das haben sie auch gemacht. Sie haben den NS-Bürgermeister in Langeneck, das ist im mittleren Bregenzer Wald, den NS-Bürgermeister, den Ortsgruppenleiter und noch ein paar Nazi-Funktionäre in einem Käsekeller gesperrt und haben dann für eine weiße Beflaggung gesorgt, also quasi der Ort ist zur Übergabe bereit. In der irrigen Annahme, dass Amerikaner in der Nähe sind, waren sie aber nicht, sondern es war eine flämische Waffen-SS-Einheit in der Nähe. Und die haben natürlich mit diesen ganzen Leuten innerhalb weniger Stunden kurzen Prozess gemacht, haben dann 6 Männer standrechtlich erschossen. Das war am 1. Mai 1945. Und ich kann also mit Fug und Recht sagen, dass einer meiner Großonkel an einem bewaffneten Widerstand teilgenommen hat, den es in Österreich ganz selten gab. Ja. Ja, von diesen Berufsantifaschisten, das Maul aufreißen, ja, 60 Jahre danach, die großen Helden spielen, denen möchte ich nur sagen, die sollen mir zeigen, wo in Österreich überall bewaffneter Widerstand stattgefunden hat, und dann zeige ich ihnen, wo er wirklich stattgefunden hat, und da war einer meiner Großonkel dabei. Und zwar aus einer tiefen Überzeugung heraus, dass das ein gottloses Regime ist, und dass sie die Heimat zerstören und nichts für die Heimat tun. Das war also auch eine Heimatverbundenheit. Auch ein sehr hohes Maß an Gerechtigkeitsempfinden. Und Ethos. Es geht um Ethos. Es geht um den Ethos, es geht auch um die Verantwortung. Das ist auch bei mir Teil meines politischen Engagements. Es geht um die Verantwortung, die man als Einzelner auch einmal vor einer höheren Instanz wird einnehmen müssen. Wir tun alles so, als ob wir uns heute nur vor den Wählern verantworten müssen. Das ist ein schwerer Irrtum. Jeder sollte wissen, bis hin auch zu den Bischöfen, dass je mehr man an Verantwortung übertragen bekommt, wenn mir gegeben wird, von dem wir mehr verlangen, so steht schon in der Bibel, der muss sich auch später dafür einmal rechtfertigen, auch für die Dinge, die er nicht getan hat. Nicht nur für das, was er getan hat, sondern auch für das, was man nicht getan hat. Und das war also auch der Antrieb meiner Vorfahren, insbesondere auf der mütterlichen Seite, die also wirklich sehr, sehr engagiert gegen die Nationalsozialisten aufgetreten sind. Ich habe vorhin schon angesprochen, das hast du ja jetzt sehr, sehr deutlich noch einmal zum Ausdruck gebracht, Ewald, du hast dich als Volksanwalt, ich erinnere mich damals auch, ich habe mir das wirklich immer gerne angesehen, wenn du vertreten hast, weil du hast das sehr wortreich und sehr vehement mit Nachdruck gemacht immer. Das heißt, du hast immer schon auch mit einem sehr hohen Maß an Überzeugung und eben Ethos Gerechtigkeitsempfinden. Dort kam aber noch dazu, dass ich ein anderes Amtsverständnis hatte als die anderen Volksanwälte, aber auch insbesondere als die aktuellen Volksanwälte. Ja.
Mein Ansatzverständnis war folgendes. Ich habe immer gesagt, es muss in dem Land eine Instanz geben, wo nicht der Bürger beweisen muss, dass er Recht hat und der Staat Unrecht hat. Das muss er überall sonst auch. Das muss er vor Gericht, das muss er vor der Verwaltungsbehörde, das muss er vor der Polizei, überall muss er beweisen, dass er Recht hat und dass der Staat Unrecht hat. Sondern ich habe den Spieß umgedreht und gesagt, bei der Volksanwaltschaft muss der Bürger von vornherein einmal Recht haben und der Staat soll beweisen, dass er Unrecht hat. Das ist ein völlig anderes Amtsverständnis. Ja? Und von diesem Amtsverständnis ausgehend habe ich sozusagen durchaus mit meinem advokatorischen Naturell, das ich durchaus gerne habe, dazu stehe ich auch, habe ich engagiert die Rechte des Bürgers gegen den Staat vertreten. Ja? Und das ist ein völlig anderes Amtsverständnis, als es die gegenwärtigen Volksanwälte leider haben. Und ich höre, dass die gegenwärtigen Volksanwälte augenscheinlich nicht einmal mehr selber zu Sprechtagen gehen. Ich war immer persönlich bei den Sprechtagen. Das heißt, ich habe jeden einzelnen Sprechtag auch selber wahrgenommen. Ich war für die vorsprechenden Bürger immer selber da. Ich habe das nie delegiert an meine Mitarbeiter, sondern der Bürger hat ein Recht darauf, wenn er zur Volksanwaltschaft kommt, dass er auch einen Volksanwalt trifft und nicht einen Beamten. Ja? Beamten trifft er sonst schon genug, wenn er zu den Behörden geht und dort Schiffbruch erleidet. Jetzt bist du ja, um auch ein bisschen beim Thema zu bleiben, bekanntermaßen ein sehr gläubiger Mann, ein sehr gläubiger Mensch. Und deine Gegner haben das natürlich sehr gerne benutzt oder benutzen nach wie vor sehr gerne, um dich da in ein Eck zu rücken. Helfen Sie mir da schnell in den Himmel. Ja. Christus hat gesagt, haben Sie mich verfolgt, werden Sie euch auch verfolgen. Also da habe ich nichts dagegen. Das heißt, Christus sagt ja auch in den Seligpreisungen, selig, wer um seinetwillen verfolgt wird. Also die helfen mir da schnell in den Himmel, dann machen Sie mir nur einen Gefallen. Kannst du sehr gut leben. Ja. Du hast, um das auch noch einmal zu relativieren, du hast ja auch im Bereich von Kirchenbeiträgen dich sehr stark für eine Vielzahl von Menschen denken. Ja, und zwar mit folgendem Hintergrund. Es gibt viele Menschen in diesem Lande, die mit Sorge sehen, was mit ihren Kirchenbeitragsgeldern angerichtet wird. Nebenbei muss man immer wieder in Erinnerung rufen, dass es das einzige System, das die NS-Zeit überdauert hat. Die Nazis haben den Kirchenbeitrag eingeführt, in der Hoffnung, dass viele Leute dann austreten. Das haben sie aber übernommen in die Republik, auch in der Bundesrepublik Deutschland. Das einzige Relikt, das völlig unbeschadet sozusagen jetzt auch in die republikanische Zeit übernommen wurde. Und von diesem Kirchenbeitragssystem lebt eine ganze Anzahl von zumeist Birkenstock besoldeten Funktionärskatholiken, ja, die sehr gute Jobs dort haben, kaum eine Leistung erbringen müssen und die ganze Kirche in eine linksextreme Ecke hineintreiben. Ja, diese ganze Debatte so quasi gegen eine hierarchische Kirche. Sie treten also in einen Betrieb ein, wenn Sie mal so sehen, wo sie sagen, wir sind aber von vornherein dazu da, dass wir das Geld der Gläubigen nehmen, um gegen die Hierarchie aufzutreten. Ja. Das gefällt vielen nicht. Die setzen sich zur Wehr, die Bischöfe leider zu wenig. Ja. Die delegieren alles an diese Gremien und an diesen ganzen Funktionärskatholizismus. Und die Menschen, die sehen, was die dann für Schaden anrichten, die wollen sich dagegen wehren. Die wollen nicht neben ihrem eigenen Beitrag diese Figuren auch noch finanzieren. Und zu denen gehöre ich auch. Und daher habe ich dann nach langem Hin und Her haben wir dann zumindest in der Erzdiözese Wien die Regelung gefunden, dass die Hälfte des Kirchenbeitrages an Rom-treue und papsttreue Organisationen überwiesen werden kann. Das ist also, das muss alle 5 Jahre, muss das neuerlich erklärt werden. Ich habe mich für die Unterstützung der Priesterbruderschaft St. Petrus entschieden. Diese Regelung wurde in St. Pölten mit übernommen. Sie wird stillschweigend toleriert, wenn man sie nachhaltig genug vertritt in der Diözese Linz. Und sie wird auch zunehmend jetzt in anderen Diözesen akzeptiert. Aber das muss jeweils vom Gläubigen massiv erkämpft werden. Und da habe ich vielen dazu verholfen, dass das jedenfalls auch akzeptiert wird. Ja, sehr interessant, wenn man mit dir über diese Dinge sprechen kann und auf einmal alles in einem ganz klaren und anderen Licht dasteht. Aber das ist wahrscheinlich so, wenn man in der Öffentlichkeit steht, erfolgreich ist wie du, dass manche dann mit allen Mitteln versuchen. Zum Teil nicht einmal bösartig. Gerade in kirchlichen Fragen sind ja viele Journalisten mit einer sagenhaften Unwissenheit und Ungebildetheit geschlagen. Wirklich. Es ist ja dermaßen das Wissen über das Kirchliche und über das, überhaupt auch über das Biblische und über das Religiöse verdunstet. Ja, das ist ja erschreckend. Das zeigt ja nur, wie furchtbar der Religionsunterricht ist. Also die Leute wissen einfach zum Teil nichts und dann schreiben sie aber darüber oder berichten es darüber und haben aber keine Ahnung von den Dingen, über die sie eigentlich berichten sollten.
Ewald, ich versuche jetzt noch einmal einen Schwenk zu machen oder zwei, dreimal noch kurz zu schwenken. Unsere Sendezeit ist ja leider Gottes beschränkt, aber man kann dich ja kennenlernen, da auch wieder im Zuge deiner Kandidatur und als Mensch, der wieder für andere Menschen da sein wird. Deine Familie, du hast vorhin angesprochen, ihr wart 6 Geschwister. Mhm. Du hast ja auch eine große Familie, Ewald. Wir haben auch wieder 6 Kinder geschenkt bekommen. Allerdings in einer anderen Zusammensetzung, das heißt, wir haben 3 Buben, 3 Mädchen und zwar in der Serie immer Buben, Mädchen, ja. Älteste ist jetzt 20, studiert Philosophie und Philologie, das heißt Altgriechisch und Latein, und die Jüngste ist 9. Die kommt jetzt aus der Volksschule heraus und wird dann wahrscheinlich bei den englischen Freunden da mit Krems auch in die Schule gehen, wo wir die 2 anderen Mädchen auch hatten. Sehr gute Schule, die ursprünglich von Ordensschwestern geleitet wurde, aber mittlerweile von weltlichen Lehrern. Aber trotzdem eine sehr gute Schule. Und die Buben haben wir in einer noch bei den Biaristen, den Jüngeren, und der Mittleren in der HTL in Krems. Also auch 6 Kinder, und die Familie meiner Frau, meine Frau ist ebenfalls aus dem Brenzer Wald, aus der Nachbargemeinde, wo meine Mutter her ist, sodass auch weitschichtige Verwandtschaftsverhältnisse natürlich vorhanden sind. Die Familie meiner Frau, da waren ebenfalls 6 Kinder. Also das ist eine gewisse Tradition bei uns. Man kann sagen, das ist Tradition. Hat die Namen deiner Kinder immer? Der älteste ist der Hans-Georg. Mhm. Das ist bei uns, hat auch eine gewisse Tradition. Johann, Georg sind also die in väterlicher Seite am häufigsten vorkommenden Namen. Mhm. Wobei das bei uns Tradition hat, dass der älteste immer Johann heißt. Ich heiße deswegen auch Johann Ewald, genau genommen. Also unser Rufname war zwar immer nur Ewald nach meinem mütterlichen Onkel, aber genau genommen Johann Ewald, weil das eben, wie gesagt, der erste immer Johann heißt, so wie mein Vater auch Johann hieß. Und dann die zweite ist die Anna-Katharina, der dritte ist wieder der Karl Philipp, den haben wir mit einer gewissen Begeisterung für die Habsburger in Spanien, haben wir den so genannt, daraus, das hat sich so ergeben, weil wir da dann einen sehr, sehr schönen Aufenthalt in Spanien hatten, meine Frau und ich, beim Rahmen einer Hochzeit, an der wir teilgenommen hatten in Spanien. Die vierte ist die Sophie Elisabeth, der fünfte ist der Max Emanuel und die kleinste ist die Marie-Louise. Schön. Ewald, ich muss jetzt, ich muss eigentlich noch einmal einen Schwenk vollziehen, weg von diesem, von deiner Familie, von diesen schönen Dingen. Das merkt man richtig, wenn du von deiner Familie sprichst, wie du da trotz deiner schweren Verletzung und Operation noch einmal aufgehst. Ewald, zurück, ein bisschen vielleicht geschichtlich. Heuer ist ein sehr, jährt sich, um das vielleicht so zu beginnen, zum 100. Mal ein Ereignis mit sehr weitreichenden Folgen. Sarajevo, das Attentat auf den Thronfolger und seine Frau, Sophie in dem Fall auch. Ewald, aus deiner Sicht, die Bedeutung dieses Jahrestages, der da im Juni auf uns zukommt? Also ich sehe gewisse Parallelen der aktuellen Situation zur Situation der Jahre 1913, 1914. Mhm. Niemand hätte diesen Krieg haben müssen. Mhm. Also aber alle haben ihn offensichtlich gewollt. Ja. Es ist den Völkern in ganz Europa gut gegangen. Es war prosperierende Wirtschaft. Es hat im Grunde überall industrielle Aufwärtsentwicklung gegeben. Wir sind ein zaristisches Russland, das kurz davor war, eine große Industrienation zu werden. Das heißt, es gab im Grunde keinen äußeren Zwang, einen Krieg zu beginnen. Einen Krieg, der dann für alle Länder eigentlich ins Desaster geführt hat. Das ist also die alte Ordnung, die gewachsene, tradierte Ordnung, ist mit diesem Krieg zusammengebrochen. Und sie sind sozusagen mit diesem Krieg in die nächsten Kriege geführt. Man muss ja erkennen, dass der Folgekrieg schon der russische Bürgerkrieg war. Zusammenhang mit der sogenannten russischen Revolution. Der nächste Krieg schon die Auseinandersetzung zwischen Griechen und Türken in Kleinasien waren. Die Auseinandersetzungen im Vorderen Orient, in Afrika, bis hin zum Zweiten Weltkrieg und seinen Folgen. Das ist alles im Grunde eine zusammenhängende Abfolge von Kriegen, die auf diesen großen Ersten Weltkrieg zurückgehen. Und wir haben, und das macht mich wirklich besorgt, eine ähnliche Situation heute. Alle tun so, als ob der Friede garantiert wäre. Ja, man verteilt Friedensnobelpreise an Präsidenten, die in Wirklichkeit nichts anderes tun, als permanent Kriege zu führen, wie der Herr Obama.
man verteilt einen Friedensnobelpreis an die Europäische Union, die in Wirklichkeit die europäischen Völker auseinandertreibt, anstatt den Frieden zu garantieren, haben wir soziale Unruhen in Europa, die man so nicht einmal mehr für möglich gehalten hat, mit Arbeitslosenquoten von über 50% bei den Jugendlichen in Spanien und in Griechenland und in Portugal und so weiter. Also das ist alles grotesk, also es sind die Dinge, haben sich völlig verkehrt. Und das ist eine ähnliche Situation wie 1913, 1914. Also dass man die Dinge ins Gegenteil verkehrt hat. Und eigentlich alle so tun, als ob es nie einen Krieg geben würde. Und in Wirklichkeit aber alle rüsten wie die Wahnsinnigen. Und das tun wir heute auch. Ich bin zum Teil wirklich entsetzt über die unglaublichen kriegsrhetorischen Beiträge, die ich vor allem im Europäischen Parlament gegen Russland höre. Das ist dermaßen verrückt, dass ich glaube, ich bin in der falschen Veranstaltung. Das kann sich jeder ein Bild davon machen, diese Reden sind ja da zum Teil ja abrufbar über das Internet. Also es ist unglaublich, mit welcher Kriegsrhetorik man zum Teil im Zusammenhang etwa mit der Ukraine-Frage gegen Russland auftritt. Die Europäische Union mischt sich selbstverständlich in der Ukraine ein, aber wenn der Putin als Hauptgaslieferant und wichtigster Handelspartner der Ukrainer denen einen Preisnachlass gibt und einen Kredit gibt, dann sagt man, das ist eine unzulässige Einmischung Russlands in die Ukraine. Und so geht das die ganze Zeit. Also das ist wirklich eine auch an Verlogenheit nicht mehr zu überbietende Rhetorik, die sehr, sehr dramatisch an die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg gemahnt. Das macht mich wirklich besorgt. Als Familienvater macht mich das besorgt, als Politiker macht mich das besorgt und auch als Christ. Gleich der Schwenk etwas weiter südlich, Syrien. Ja, es ist auch ein Fall. Ja. Auch dort sieht man die Auseinandersetzung. Der Westen finanziert einen sogenannten Rebellenhaufen, der in Wahrheit, wie sich herausstellt, aus lauter Söldnern aus Afghanistan, Pakistan, Tschetschenien und so weiter besteht, wo Söldner, Verbrecher, echte Verbrecher, dort als sogenannter Widerstand auftreten und in Wirklichkeit ganze Dörfer massakrieren. Vornehmlich christliche Dörfer, ja, das soll man ja nicht übersehen. Und jetzt ist man draufgekommen, dass diese sogenannten Al-Nursa-Milizen, dass die ja schwerste Verbrecher sind. Ja, die aber mit Geld aus Katar und aus Saudi-Arabien, das heißt Partnerländer des Westens, finanziert werden und mit Waffen ausgestattet werden. Zum Teil sind sogar Waffen im Einsatz, die vorher schon bei der sogenannten, im sogenannten arabischen Frühling in Libyen im Einsatz waren. Ja? Also das heißt, mit einer unglaublichen Verlogenheit, wo auch strategische Konflikte dahinter stehen, weil die Amerikaner schlicht und einfach die Russen aus Syrien hinaustreiben wollen und Russland sagt, das ist die rote Grenze, die rote Linie, die überschreitet es jetzt nicht mehr. Ja? Dahinter auch die Auseinandersetzung mit dem Iran, der auch eine Rolle spielt. Die Großmachtsträume des Herrn Erdogan in der Türkei, der glaubt, dass er sich sozusagen zur NATO-Vororte Großmacht osmanischen Zuschnitts dort wieder entwickeln kann. Also es sind lauter Verrückte am Werk, die offensichtlich alle an einer Schraube drehen, die aber alle Richtung Krieg führen. Und das ist durchaus vergleichbar der Situation der Jahre 1913, 1914. Das ist wirklich besorgniserregend. Und ich verstehe nicht, warum auf diese Parallele niemand aufmerksam macht. Ich sage noch einmal, schade, dass wir nicht mehr Zeit haben, mit dir dieses Thema oder diese Themen mehr zu diskutieren. Hochinteressant, auch die Zusammenhänge, die du da herstellst oder in Erinnerung rufst, die darauf hindeuten, dass sich, wenn ich das richtig interpretiere, dass wir nicht allzu viel gelernt haben. Wir müssen sehr, sehr aufpassen. Mhm. Wenn man immer sagt, man lernt aus der Geschichte, dann sage ich, dann schaut euch doch bitte genau die Situation vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges an. Es war nicht das Attentat. Das Attentat war nur das berühmte Tropfen, der das Ganze und das Ultimatum Österreich-Ungarns an Serbien, der das Ganze dann zum Überlaufen gebracht hat. Aber das war nicht das Attentat, das den Krieg sozusagen bewirkt hat, sondern es war die Bereitschaft aller Länder loszuschlagen. Die Konflikte, die sich aufgebaut haben, übrigens in den ähnlichen Räumen, die heute ein Thema spielen. Es ist auch, haben auch damals die Zustände im Osmanischen Reich eine Rolle gespielt. Es hat die Frage des Einflusses im Irak eine Rolle gespielt. Ja? Stichwort die Bagdad-Bahn, ja, wo die Engländer Angst hatten, dass die Deutschen in diesem Bereich eine so große Rolle spielen können. Es hat die Frage eine Rolle gespielt, wessen Währung wird die zukünftige Leitwährung sein? Ist es der Dollar oder ist es der russische Rubel? Wird Russland eine industrielle Großmacht werden? Also alle diese Fragen haben damals auch eine Rolle gespielt und sie spielen heute wieder eine Rolle. Also die Zusammenhänge sind oder die Parallelen sind fast schon augenfällig. Und das sollte man sich, wenn man wirklich aus der Geschichte etwas lernen will, sollte man sich vor Augen führen. Und irgendwann sollte jemand auf die Idee kommen, die Stopptaste zu drücken und sagen, alle mal abrüsten.
Abrüsten der Worte, Abrüsten auch im wörtlichen Sinn. Wozu brauchen wir weiterhin einen Raketenschild der NATO in Europa? Gegen wen soll der gerichtet sein? Gegen den Iran, wie es offiziell behauptet hat, brauchen wir in Polen doch keinen Raketenschild errichten. Ja? Wenn man gleichzeitig mit dem Iran jetzt Friedensgespräche führt. Also gegen wen ist dieser Raketenschild gerichtet? Ich möchte das meinen polnischen Freunden eindringlich in Erinnerung rufen, was es bedeutet, wenn man Kriegsschauplatz wird. Ewald, um den Bogen zu schließen, wir haben ja die Gelegenheit, als Österreicher in deiner Person jemanden in die Europäische Union zu entsenden, als Abgeordneten, als unseren Vertreter. Was dürfen wir uns von dir erwarten inhaltlich? Für in erster Linie Widerstand. Mhm. Ja. Das heißt, diese Europäische Union versucht jede Krise zu nutzen. Das heißt, die Union tut es ja nicht, sondern es ist diese Funktionärsoligarchie, die hier das Sagen hat. Ja, das ist die treten auch auf mit dem Anspruch, es gibt Leute, die sagen dort wortwörtlich, wir sind die neue Nobilität Europas. Das heißt, diese ganze Funktionärsoligarchie tritt mit jeder Krise mit dem Anspruch auf, noch mehr Macht zu bekommen, weil dann angeblich die nächste Krise im Ansatz schon bewältigt werden kann. Das stimmt natürlich überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, sie sind die Verursacher von Krisen. Und daher ist Widerstand angesagt. Und es gibt viel zu wenige Abgeordnete im Europäischen Parlament, die bereit sind, Widerstand zu leisten. Ich hoffe, dass sich das nach den nächsten Wahlen ändern wird. Und das deuten die Meinungsumfragen auch in diese Richtung. Ich hoffe, dass meine Freunde von der Alternative für Deutschland einen Wahlerfolg haben werden, so wie sie es bei den Bundestagswahlen schon angekündigt hat. Dass also die Zahl der Abgeordneten zunimmt, die bereit ist, auf die Stopptaste zu drücken und Widerstand zu leisten. Das heißt, die Lösung liegt nicht in mehr Europa, wie es schon fast dogmenartig behauptet wird, sondern es liegt in der Entschleunigung, es liegt in der Reduktion, im Zurückfahren liegt die Lösung. Ja? Auf ein vernünftiges Ausmaß, wo die Leute auch bereit sind zu sagen, gut, das akzeptieren wir. Und dann soll die Europäische Union beweisen, dass sie die großen Krisen lösen kann. Nicht die kleinen Schichten, nicht die Glühbirnenfragen müssen es lösen, nicht Gurkenkrümmungsfragen müssen es lösen, nicht die Frage, ob man jetzt in den Pferdeställen auch noch Umsatzsteuer zahlen muss, müssen es lösen, sondern die großen Probleme, das ist die Energieversorgung Europas, das ist die Friedenssicherung Europas, das ist insbesondere auch die Frage des Klimaschutzes, die Frage der Bewältigung der Umweltprobleme und vor allem die Frage der Bewältigung der Arbeitslosenproblematik. Die ist die soziale Frage, ist die Hauptfrage. Und um die drücken sie sich herum. Warum? Weil in dieser Europäischen Union die Oligarchen nicht nur sozusagen nicht nur aus dem Parlament stammen, sondern auch aus den Bankinstituten. Das heißt, diese Europäische Union ist das Vehikel der Bankinstitute geworden. Das gibt sogar mittlerweile der Parlamentspräsident Martin Schulz zu. Das muss man sich ja vorstellen, das hat er vor einem Jahr noch abgestritten. Jetzt sagt er beim Parteikongress der Sozialisten in Deutschland, der SPD, wo er sich zum Spitzenkandidaten küren hat lassen, genau das, was ich immer schon gesagt habe. Diese Europäische Union ist ein Vehikel der Banken geworden. Die haben das Sagen. Ja, und das ist nicht Klassenkämpfertum, sondern das ist ein Faktum. Und damit muss man wieder zurückfahren und sagen, es muss der Bürger wieder das Sagen in dieser Union haben. Und dazu braucht der Mandatare, die Widerstand leisten. Ich bin überzeugt, wenn wir mit dieser emotionalen, sehr emotionalen Ansage, hinter der natürlich dementsprechende Inhalte stehen, wir kennen dich, man kennt dich, Ewald Stadler, dass ja, völlig klar ist, was zu tun ist, die Wahlen stehen vor der Tür. Wir wünschen dir, Ewald, deiner Familie, deiner Gesundheit alles Gute und danke. Auch viel Kraft danke, für unser Österreich. Danke, Magister Ewald Stadler. Danke.